Atatürk bir ağaç kesilmesin diye Yalova'daki köşkü altına bir kaydırak koydurarak kaydırdı. Bir başka binayı da planını değiştirdi ağaç kesilmesin diye. Niye? Çünkü Atatürk o ağacın bir bilinci olduğunu, o ağacın bir Allah'ın yani sonsuzluğun içinde bilinçli olarak bir dışa vurumu olduğunu biliyordu. Bu inanç Atatürk zaten vahdetçiydi. Evet. Atatürk'ün vahdeti vücutçu olduğunu bir doktora tezi halinde. Du wirst nie etwas in seiner Gesamtheit sehen, weil es sich aus übereinandergelagerten Schichten von Schwingungen zusammensetzt und sich ständig verändert. Es werden Informationen mit Akasha getauscht. Ein Baum absorbiert die Sonne, die Luft, den Regen, die Erde. Eine Welt der Energie bewegt sich in und aus der Sache, die wir einen Baum nennen. Wenn der denkende Geist ruhig ist, dann siehst du die Realität, wie sie wirklich ist. Alle Aspekte zusammen. Der Baum, der Himmel und die Erde, der Regen und die Sterne sind nicht voneinander getrennt. Leben und Tod, man selbst und andere sind nicht voneinander getrennt. Bewusstsein, ein Feld, eine Kraft, die alles durchdringt. Dieses Feld geschieht nicht um dich herum, es geschieht durch dich und es geschieht als du. Du bist das U im Universum. Du bist das Auge, durch das die Schöpfung sich selbst sieht. Wenn du aus einem Traum aufwachst, realisierst du, dass du alles in diesem Traum warst. Du hast ihn geschaffen. Das sogenannte wahre Leben ist nicht anders. Du bist jeder und jede Sache.